Jetzt muss ich kurz wieder zurückschalten. Yuri, der hatte eine Sage gespielt. Genau. Der hatte nur einmal den KO gespielt. Ja. Da erinnere ich mich noch dran. Aber ansonsten hat er die ganze Zeit die Sage gespielt. Da bleibt er bei Neptuno, bleibt auch seiner Killjoy treu. Die hat aber mal Xeon gespielt, glaube ich. Andersrum. Neptuno hat mal Viper gespielt, glaube ich, in dem einen Spiel auf Split. Jetzt macht Xeon wieder Viper. Jetzt haben wir es Poppy Fresh, der bleibt sich treu. Bromas, der bleibt auch auf dem Sova und Shells macht auch den Sova. Skyrus auf der Sage. Skyrus ist interessant, der hatte einmal Sage gespielt und jetzt spielt er halt Jets schon seit zwei Spielen. Chino, der hat einmal Raze gespielt, einmal Jet gespielt. Und jetzt auf der Sage. Und jetzt macht der, also auch interessant. Nee, der hat nicht auf der Jet gespielt, Chino. Der hat nicht auf der Jet gespielt. Der hat auf Sky gespielt. Auf Sky gespielt und auf Raze gespielt. Jetzt habe ich's, genau, so rum. Chino macht jetzt die Sage quasi. Elite bleibt ganz normal. Und Burzy, der geht das erste Mal weg von seinem Brimstone und geht auf die Viper. Viper, klar, eigentlich fast ein Must-Pick. Und genau wie Jet und Killjoy auf dieser Map. Einziger Unterschied, nö, gibt keinen Unterschied, sind dieselben Squads und zwar ganz identisch. Komplett identische Squads auf beiden Seiten, also. Okay. Ja. Also könnte man fast sagen, gleiche Bedingungen für beide. Du wurdest von dem Kollegen, von seinen Logen angeschrieben. Wurde ich? Ja, nee, nicht hier. Ja. Da hat er hier schon. Aha, guck mal, da Leon also auch am Start. Moin. Dann grüße gehen raus. Also, Grand Final Time. Yuri, Neptuno, Xeon, Poppy Fresh, Bromas spielen gegen Burzy, Elite, Geno, Skyrez und Shells. Zwei exakt selbe Squads, die hier aufeinandertreffen. Interessant, ich glaube, mit dem rechnet sie überhaupt nicht. Und er kriegt aber den Kill leider nicht hin. Und das ist schade. Kurzer Schlagabtausch, ja. Jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Die nächsten Schritte abwägen. Und auch da direkt der Plant. Ohne Sage Wall ist da nicht mehr viel möglich. Schönes Ding von Burzy. Hätte doch die Möglichkeit gehabt, zwei Leute dann noch wegzuholen. Ja, der Defuse wird rausgehen, der wird es nicht mehr. Ja. Oh, der kommt da gar nicht raus. Das war's mit Bromas. Er muss sich leider von dieser Runde verabschieden. Ja, und das ist einfach eine riesen starke Runde von Elite. Mit einem 3K bringt der Fenerbahce, und ich wollte schon wieder Facebook sagen, hier in Führung. Und wir gucken mal, was da am Anfang passiert ist. Ich glaube, du hast das verpasst. Da wollte sich, Burzy. Nee, nicht Burzy war's. Er spielt es drüben, Xeon, genau. Wollte sich hier ranschleichen. Was wunderbar gemacht. Die Drohne auch gedodged, damit das keiner hatte eine Ahnung. Vielleicht wäre es hier clever gewesen, durchzulaufen, aber ich weiß es nicht. Aber hat keiner mit ihm gerechnet. Oh. Schafft jetzt einfach nicht den Kill zu machen. Schade. Super ärgerlich. Das hätte vielleicht die Runde für Case bedeutet, wenn er dort einen oder zwei hätte holen können. Dann ist es aber leider nicht so gekommen. Und Fenerbahce hat sich also somit die erste Runde geschnappt. Haben somit jetzt erstmal einen Vorteil, weil sie einfach schon ein bisschen wieder sind. Wieso sind wir in Frankfurt? Das verstehe ich nicht. Ja, der Kollege. Wo ist denn? Ne, hier. Frankfurt 1, er meint den Server. Achso, Server meint er. Ja, wir sind hier, ich glaube, Frankfurt 1 oder 2, ja. Oder du hast es noch mal hin von Paris. Nee. So, jetzt hier der Kampf um den Spot. Der Flat ist durch. Ja, der Lead weiterhin mit einer richtig starken Performance.
Okay, ist jetzt nochmal zwei Leuten. Ja, der tut nur, wenn er den setzen kann, aber Chino und Elite, beide mit einer extrem starken Performance in den ersten beiden Runden. Somit zweite Runde auch für Fernabaccio. Fernabaccio holt sich also die zweite Runde. Und Case hat jetzt die Möglichkeit, ins Spiel einzugreifen. Die erste Pistol, die erste Waffenrunde sozusagen jetzt. Poppy jetzt auch mit der Operator. Verzichte dafür auf die Rüstung. Schauen wir mal, ob sich seine Entscheidung auch rentiert. Das ist ein freches Spiel, was er macht, ja. Ja, hat aber auch damit viel ab. Da gehen sie eher durch die Mitte. Das ist auch interessant. Yuri wieder mit den Plays, die kennen wir schon. Auch interessant, wie jetzt alles verschoben ist von A weg und sofort geht's auf den A-Spot drauf. So, wo haben wir den ersten Kontakt? Dürfte jetzt gleich. Ah, da ist der Spike down. Ja, Darius hat's probiert. Jetzt noch ein bisschen erkunden, um zu wissen, wo der Gegner ist. Also richtig kommen sie nicht auf die Zeit. Also 52 Sekunden sind noch, also noch genügend Zeit auch zu rotieren. Die Möglichkeit haben sie dazu. Vielleicht machen sie das auch nochmal. Elite bleibt erstmal noch hier auf der Seite. So, also langsam geht auch der Spike. Ne, der Spike bleibt auch noch auf A. Also. Ah, da ist jetzt der erste, der zeigt. Interessant, dass Chino jetzt alleine hier Richtung ist. Jetzt kommt 30 seconds left. Charles hinterher. Und der wird jetzt gleich das Messer in die Hand nehmen. So sieht's aus und wird das Ding hier rennen. Es ist die Bonusrunde für Fenerbahce. Umso schöner wäre es ja für sie, wenn sie das jetzt noch gewinnen würden. Dann hätten sie richtig, richtigen Geldvorteil für die nächste Runde. Und das würde Case unnormal wehtun. Aber Case jetzt auch mit 5 Leuten. Ja, und der Blend wird wahrscheinlich die Night werden. Genauso sieht es nämlich aus, weil sich da oben der Tulu durchsetzen konnte. Ja, und der Blend geht nicht mehr durch. Aber er kann sich die Waffe holen und eventuell den Blend noch setzen. Nee, er macht es nicht. Er geht auf Nummer sicher. Nimmt die Waffe lieber safe mit nächster Runde. Kann man machen. Es ist eh die Bonusrunde gewesen. Warte halt noch mal ein bisschen Geld. Kann einem Kollegen vielleicht noch mal was legen. Cyrus ist aber hier ohne Schild unterwegs diesmal. Er meinte nicht den Server, der Nils. Achso, wegen dem Chat, ja. Jetzt habe ich es verstanden, ja. Okay, ja. Ja, das war. Also, ja, gut, okay. Da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Das könnte mit den. Ich weiß nicht, ob das konform geht. Oh, jetzt ist ja ein Match. Poppy Disconnect? Ich wollte nämlich schon gerade sagen, der hat sich jetzt immer noch keine Rüstung gekauft. Genau, also der. Match wurde pausiert, weil Poppy fresh rausgeflogen ist. Also haben jetzt mehrere Disconnects gehabt. Erstaunlich, ja. Runde irgendwie einen. Vielleicht ist ja gerade die Auslastung besonders hoch bei den Servern. Weil Poppy ist bisher nicht rausgeflogen, ne? Das waren nee. Andere. Bursi war es vorhin. Bursi war es, Shelts war es vorhin. Genau, und jetzt Poppy. Okay. Poppy fresh. Macht auch das Programm an. Ja. Ja. Wenn wir sehen, ob er jetzt was trifft. Mal auf Promise gehen. Auf der, Promise gehen. Der hat gerade einen Romantic Moment. Bricht ihm gut zu. Also, wir warten natürlich hier. Poppy Fresh zurückkommt in diese Runde. Aber von der Barge aktuell machen das nicht schlecht. Case, wie gesagt, die erste Waffenrunde für sich entschieden, aber das hat er jetzt noch nicht so viel zu sagen. Eigentlich die erste Waffenrunde ist die, die jetzt hier stattfindet. So, wo beide jetzt bei unterwegs. Die kann man eigentlich erst so richtig zählen. Schauen wir mal, wie lange das für Poppy Fresh dauert, um wiederzukommen. Aktuell dort
Aber Disconnect. Ja, noch mal ganz kurz den Fail uns angucken von gerade eben. Ja, aufhaben. Um die Zeit zu überbrücken. In der ersten Runde Xeon eigentlich sich super positioniert hat. Die Möglichkeit, vielleicht noch später vorzugehen, aber klar, er hat es halt nicht gehört. Statt den Kill zu holen. Ja, das ist vielleicht auch gerade der erste Moment, den man dann halt eben hat. Ja, ist auch nicht wirklich in die Ecke gekommen, weil da noch irgendwelche Bretter oder so standen. Guck mal, Poppy Fresh reconnected. Da ist er. Ich denke, dann können wir also gleich wieder reinstarten. So richtig ready sind sie anscheinend noch nicht. Kann sich eigentlich nur noch um Stunden handeln. Also irgendwie scheint das noch nicht so richtig zu sein. Poppy Fresh ist wieder mit dem Disconnect anscheinend. Also ganz, ganz schwierig. Ja, irgendwo ist gerade der Wurm drinnen. Ja. Teams halten sich soweit fit, ne? Machen alle ihren Hindernisparcours, joggen eine Runde. So, jetzt ist er anscheinend Poppy wieder da. Hat jetzt auch Rüstung gekauft. Das ist schon mal gute Voraussetzung. Also jetzt könnte es endlich wieder losgehen. Ares hat dafür kein Shield, macht jetzt aber auch mit der Operator. Hier auf Icebox unsicher. Da kommt die Frage von Yuri. Ready? Ready. Also wir können loslegen. 3, 2, 1. Und die vierte Runde startet. Geht so ein bisschen Richtung... bisschen A, aber es ist natürlich im Grunde genommen trotzdem... Default-Aufbau, man sichert zumindest über die Mitte und über B ab, dass dort nicht so viel passieren kann. Hier nochmal die Erinnerung, was wir geklippt hatten, mit dem Spray. Chino jetzt ganz geduldig, der geht auch keinen Millimeter weiter rüber. Der Sprung von Yuri und er wäre weg. Achso, was? Hier. Eine Sekunde zu spät. Poppy Fresh wartet aber auch ganz geduldig. Lässt sich da nicht sehr blocken. Jetzt gleich der Kontakt. Da hat aber Chino ganz spät reagiert. Was hat er denn da gemacht? Verdammt. Also da war die Leitung aber ganz schön lang an der Stelle. Ja. 30 seconds left. Aber ich dachte noch, dass das sein Mate war, aber... Recalling my bot. Da hat er irgendwie selber nicht mehr mitgerechnet. Nee. Also das war ja wild von dem anderen, also... Ja. Elite hat jetzt die Steps gehört, guckt vor, lässt... Last player standing. Case ist da. Das alles jetzt relativ schnell niedergeschlagen, was dort passiert ist. Und der Timer ist bei 5 Sekunden. Das wird für Elite wohl eher ein Safe der Waffe. So sieht's auch aus. Keiner versucht ihn dort irgendwie zu pushen. Jetzt wissen sie, wo er ist oder wo er war.
Ja, aber was war das denn gerade eben für eine Aktion? Also da können wir gerne mal reingucken. Das hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, was da los war. Ja, wir haben zwischendrin immer reingeguckt. Ja, also Gino wirklich konsequent wartet da, lässt sich da gar nicht beirren. Sehr aufmerksam, aber vielleicht war genau in dem Moment auch ein Lag oder sowas. Man weiß es nicht, dass irgendwie geleckt hat. Und dann war ich auf einmal irgendwie überfordert mit der Situation, dass Bobby Fresh dann um die Ecke kam. Und der holt ihn dann ziemlich schnell. Okay, und da gerade so noch rausgekommen. Simon, der hat ganz frech die Tech geholt. Spike down A. So. Spike liegt jetzt hier auf dem Spot, ist aber noch nicht geplantet. One enemy remaining. Juri, aufgepasst. Und jetzt die Frage, was macht Elite? Ist schon wieder alleine. Ja, Elite überlebt das nicht mehr, Xe und holt ihn. Und das ist ziemlich solide, was Case dort an den Tag legt. Also lassen sich da gar nicht mehr so in die Karten gucken. Wenn Abarche vielleicht jetzt doch ein bisschen müde, vielleicht wäre doch das Beste gewesen, wenn sie jetzt eine Pause gehabt hätten, vielleicht doch nicht so gut, aber naja, das ist alles Spekulation. Wir sind jetzt gerade mal in der 6. Runde und es steht 3-2, also ist noch alles in beide Richtungen komplett möglich. Das ist das erste Spiel, das Best of Three ist. Also da ist auch oh, der war frech! Der war richtig knapp. Jetzt aufgedeckt worden durch den Arrow. Da rennt Chino jetzt in Neptuno rein. Hat er nicht mitgerechnet. Und Elite bleibt ganz cool. Geht jetzt aber auch keinen Zentimeter weiter vor. Geht doch lieber wieder nach hinten zurück. Ich hab das gerade so. Das würde ich sie nicht zünden. Genau das. Oh, doch aber ziemlich weit hinten. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, damit sie nach hinten auch Deckung haben. Kann möglich sein. Auf jeden Fall das 3 gegen 3. Oh, und jetzt geht er rein. Ja, das ist frech, das ist frech. Der hat nicht mehr viel übrig. Oh. Das, ja, das war's dann auch. Aber Spike ist down, muss noch geplantet werden. Chino ist Elite ist aufgeklärt. Neptuno hat laut Juri Bescheid gesagt. Aber schnell geschalten. Ja. Noch da gucken wir noch mal kurz rein. Also Poppy Fresh, der sofort beim umgeschalten hat, ja. Gemerkt hört hat, die Viper. Die Shorty, zack, Viper holt, da kann ich reinspringen. Und ja, und mit. Aber auch trotzdem, auch das hat Percy gemerkt. Auch wenn er dort natürlich noch getötet wurde, aber er hat das auch gemerkt. Und hat sich versucht, dem noch zu entziehen. Das ist aber wieder ein Disconnect bei Poppy Fresh. Okay. Langsam wird's uncool wird's langsam fordernd. Ja, wenn wir jetzt immer nur 3 Runden spielen können und dann ein Disconnect haben, ziehen wir das Ganze hier bis 2 Uhr in der Früh. Ja, dann schaffen wir auch über 7 Stunden. Ist er wieder da. Wir hoffen auch, dass es alles funktioniert. Er bewegt sich auf jeden Fall auch, zumindest ganz kurz. Er bewegt sich. Ja, das ist ja immer wichtig, sowas. Ja, was man hier auch wieder sieht, ne? RGB ist in den Waffen jetzt auch schon eingebaut, nicht nur im PC. Und ja, sondern auch in die Skins und ja, wir wissen es halt alle. Ja, wo, weißt du, wo es fehlt? 50% mehr Skill oder Schaden. Weißt du, wo RGB fehlt? Bei der Bundeswehr. Wir haben kein RGB. Das erklärt einiges.
Vielleicht. Wir fragen nochmal, ob alle ready sind. Ja, im Chat auch eine angeregte Diskussion. Jeder wirbt hier für sein Team. Shino versucht es übrigens nochmal. Ohne mal sehen, ob er diesmal ein bisschen mehr Erfolg hat als beim letzten Mal. Ah, kriegt zumindest. Er kriegt zumindest den ersten Hit. Ja. Ist okay, er hat's versucht. Ist okay. Er hat sich Mühe gegeben. Mhm. Stehen vor Arm. Warten jetzt auf den richtigen Moment, um dann auch zu engagen. Ja, nimmt die Yuri raus. 4 gegen 4. Und dort mit einer gefährlichen Position. Ja, jede Ecke muss aufgepasst werden. Ach, jetzt der Spike down. Okay, wir haben wunderbar. Und da ist noch ein dritter. Jetzt Last Man Standing. Ja, schade, Charles mit dem guten Shot. 2 gute Shots. Das ist frech. Ja, schade, dass er doch langsam reinpiekt. Sehr, sehr schade. Und somit 5 zu 2. Für Case. Haben wir hier schön gemacht. Von Xeon, der da unten drunter auch gewartet hat. Das ist auch wie gesagt so ein Skill, den man immer wieder sieht. Einfach dort unter Heaven oder generell einfach defensiv stehen zu bleiben und zu warten, bis die Gegner vielleicht auch mal ein pushen oder einfach ein bisschen defensiv zu bleiben. Hat Xeon in der Situation schön gemacht. Konnte sich sehen lassen. Get out of my way! Das ist natürlich ärgerlich. Den Move kann ich aber auch noch nicht, dass du dann da oben gucken kannst. Ist dort direkt wieder gerest. Ja, wäre fast wieder weggesnackt worden, oder? Die Fresh geht ein bisschen offensiv, aber da werden sie nicht kommen. Aber auch dann weißt du, da kommen sie nicht. Das heißt, wie die anderen Mates. Ich frage, ob Xeon aufgedeckt wird. Ja, wird er. Und da muss er eigentlich direkt los. Ja, das war's dann auch für ihn. Und das könnte die Runde werden für. Wollte wieder mal Facebook. Fenerbahce. Es ist jedes Mal. Eine Herausforderung. Es ist wirklich, also mein Gehirn ist direkt, also. Ja. Ja, man assoziiert FB automatisch. Aber Fenerbahce kommt jetzt so langsam wieder ein bisschen zurück ins Spiel. Also auch letzte Runde. Waren sie schon ein bisschen besser wieder am Drücker. Jetzt schon wieder. Wir gucken uns nochmal diese verrückte Situation von eben an. Also. Ich hab, um ehrlich zu sein, hab ich's gar nicht gesehen. Leave them no escape. Was FMV aber auch sein kann. Ich hab, guck mal ganz kurz bitte, wo er gestanden hat. Hier ist er auf die Kiste. Und da oben, auf dem Yellow stand der drauf. Oh, das ist natürlich auch. Wo Poppy, genau, okay. Poppy Fresh stand auf Yellow oben drauf. Das hab ich vorher nicht gesehen. FMV könnte aber auch für Food and Beverage stehen. Könnte sein, ja. Ja, könnte sein. Oh, Xeon sich noch schön gedodged. Hört ihn dort und da kommt die Ulti, die ist denied und zwar sofort unglücklich. Unlucky, ja. Hätte er seinem Instinkt lieber vertrauen sollen. For you. Und da weiterhin zielen. Garrus, passt hier auf, dass hier nichts von oben durchkommt. Ist jetzt auch die Wall, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt so richtig versuchen. So, weil jetzt mit der Drohne. Man guckt erstmal so ein bisschen, man verschafft sich was von dem ersten Überblick. Er ist es getaggt. Jetzt kommt der Arrow. Gyrus. Schönes Ding. Schönes Ding. 4 Kills für Gyrus. Und Rosie hat er wirklich gut gemacht. Also, Fenerbahce kommt jetzt so langsam zurück ins Spiel. Und jetzt 2 Runden in Folge geschnappt. Der Economy sieht es jetzt auch wieder ein bisschen besser aus bei ihnen. Ja, das ist schön. Geht dort zurück. Um von der Drohne eben nicht getaggt zu werden und nicht gesehen zu werden. Der Arrow hat eigentlich gut aufgedeckt, aber haben sich dann. Dort ist einfach der Double Kill, weil das Lineup einfach perfekt steht.
Und die Runde muss jetzt Case eigentlich mal in Frieden entscheiden. Danach haben sie wahrscheinlich wieder eine Economy, wenn sie die jetzt nicht holen. Ja, ist aber ausgeglichen bisher. Da hat er nur die Wand gesetzt, damit sie da nicht durchkommen. Und gleich Elite. Ja. Placing Swarm Grenade. Ich jetzt auch lieber zurück, kann aber jetzt gleich von der Operator gestoppt werden. Oh, genau. Schade. Wird viel fresh, aber Bromus wird auch sofort wieder zurückgeholt. Juri jetzt hier, genau. Eins, zwei. Schade. Nein, sie war schneller. So, und 3 gegen 3. Martino, aufmerksam und schickt Bromas das zweite Mal. Oh, das war unlucky, den hätte er haben müssen eigentlich. Ja, dafür bezahlt dann einen hohen Preis. Das hat man angesehen, dass ihn das genervt hat. Okay, und jetzt mit der Möglichkeit in 1 gegen 2 mit Full HP, die eventuell noch die Wände in der Runde hinzulegen. Oh, das Timing hat einfach nicht gestimmt. So, das ist der Ausgleich. Wenn der Watcher kommt zurück und das könnte jetzt die Economy, das wird die Economy für Case sein. Mal gucken wir mal auf den Kill am Anfang von Elite. Der das schön abgewartet hat. Precise. Placing Swarm Grenade. Oh, ein wunderschönes Ding. War noch nicht zwei? Hätte es nicht sogar zwei treffen können? Ich glaube, es war... Nee. Okay. Nee, hat nicht, war kein Double Peak. Oder kein Line-Up irgendwie. Ja, ich dachte, es ist irgendwie nah beieinander standen. Und das ist natürlich jetzt ein guter Einstand erstmal für... Ja, jetzt damit entsprechend auch die Ulti gezündet, was jetzt nicht verkehrt ist. Wenn man die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mal rausholt. Ah, und da sind sie. Ah, jetzt kommt der Fall. Weiß man, was los ist. Das ist nicht schlecht. Die Waffe wird sich gesnackt. Also, jetzt sehe ich sogar den Vorteil bei Case wieder. Die es jetzt geschafft haben. 4 gegen 3. So ein bisschen reinzukämpfen, die ersten beiden Frags zu holen. Iris jetzt läuft gefahren. Oh, genau. Xeon mit seiner. Sheriff, nicht Sheriff, Marshall, genau. Hier gegen 2. Sie hat das genau gehört. Das ist so genial. Der schafft's nicht, Bromas. Und das ist die Runde. Und mit 3 Leuten überleben sie das. Also sie gewinnen nicht nur die Runde, sondern sie überleben auch mit 3 Leuten. Das in der Economy. Das ist schon stark. Ja. Last round in the half. So, das ist durchaus sehr, sehr ausgeglichen. Wird sogar im Chat nicht nur diskutiert. Das ist noch der Replay von davor zu sehen quasi. Wird im Chat nicht nur diskutiert, welches Team besser ist, sondern welcher Spieler besser ist als ein anderer Spieler. Auch das ist zu sehen. Standing ahead. Oh, frech gespielt von Poppy Fresh. Geht sofort offensiv. Und den Vorteil. Oh, jetzt beide Killjoy-Ultis. In ähnlichen Radien. Ein Player, bei dem anderen zwei. Player, die heißt, also. Die Sage unten hat's erwischt, aber am Ende. Ja, schön gemacht. Lässt da nicht zu, dass er getaggt wird. Aber so richtig rotieren will man eigentlich auch nicht. Also man bleibt dort wirklich auf der Side. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, schön gemacht.
Forza Glück von Poppy, hatten aber leider nicht erwischt. Jetzt aber noch Skyrus erwischt. Und die Runde geht an Case. Erste Hälfte, 7 zu 5. Genau, 7 zu 5 für Case, aber das ist auch wieder frech gespielt gewesen von Poppy Fresh. Yeah. Also macht seinem Namen alle Ehre, der ist da direkt offensiv gegangen. Funky Fresh. Funky Fresh. Ist da direkt offensiv gegangen, konnte dann hier noch Elite mitnehmen. Jetzt der Jump nach oben. Und jetzt sieht er an der Rail, aber trifft leider nicht. Leider nicht mehr, aber hier unten den Killer dann noch mitgenommen. Jet. Und ich glaube hier auf diese Kiste, bleib mal auf Poppy Fresh, weil ich... Achso. Ich glaube, er ist auf die Kiste, ist hochgejumpt und ist dann mit der Ulti. Also das war das nicht, kann war sein. Poppy. Das kann sein, ja, genau. Poppy war der, der ihn dann geholt hat. Skyrus war's. Aber. Die jumpt darüber. Okay. Das ist natürlich auch eine doofe Wall da unter. Ja. Unter dann einfach mal hier, guckt jetzt an. Oh. Skyrus ist eigentlich mit einer interessanten Position, aber springt jetzt auch runter, weil er weiß, nee. Das muss ich mir nicht antun! Schön gespielt! Gucken, was noch kommt. Hat jetzt hier noch die Chance. Das ist ihm zu gefährlich, aber es reicht auch. Weil sie wissen, sie müssen von hinten auch aufpassen. Das ist natürlich auch ein bisschen ekelhaft. Von zwei Seiten zu spielen. Chino. Da ist hier ein bisschen helfen. Ja, macht immerhin. Mit dem Burst nicht getroffen, aber dann umgeschalten. Ah, schönes Ding! Schauen wir uns nochmal an. Was Skyrus da hinten so ein bisschen so ein kleines Scharmützel betrieben hat und dann hat Chino einfach, yo, bisschen Glück gehabt tatsächlich. Weil die Sage sich auch in die andere Richtung gedreht hat. Weil man mit dem Burst trifft nicht, denkt sich so ein Mist, ich schalt um. Single Shot, nimmt mit. Dankeschön. Auch noch Yuri vom Seil wieder gelöst. Noten gelöst und Runde geholt. 7 zu 6. Oh, hat ihm sogar mitgegeben, ja. Spike down A. Oh, Charles mit dem nächsten Kill. Fenerbahce macht da kurzen Prozess. 7 zu 7. Wer hat die Map eigentlich gepickt? Lass kurz eruieren. Ja, ich eruiere. Icebox hat Charles gepickt und damit ist es Fenerbahce. Also, this map pick, Icebox is the pick from Fenerbahce Esports. Nächste Map ist dann welche? Right here. Ascendo. Si, senor. Si, senor. Ascend. Second map. Ascend would be the next map, then. Auch nochmal, nicht, dass ich Mist erzähle. Ja. Picked by. By einfach. Du schreibst by einfach wie Deutsch, by. Beste Leben. By, beste Leben? Du schreibst by einfach wie Deutsch, by. Schritt BY. Okay. Switch between English and German, nice. Perfekt. Denglisch. Optimal, as we say, Denglisch. Also Englisch, Lehrer hat, ihr lernt alles. Jetzt der Plan. Ja, oh, die Idee war gut, 105. Damage. Weniger jetzt natürlich bei Xeon, aber das wird sofort gegengeheilt. Vier gegen vier. Ja, da können sie jetzt auch nicht mehr viel machen. Müssen einfach warten, bis das ganze Ding weg ist. Wenn der Bartsche und die sind mit einer... Das hätte sein können. Es war so close auf jeden Fall. Gut, er hatte noch Full Life, also Yuri, der musste schon ein bisschen drauf braten, aber trotzdem, für eine Bonusrunde hat das richtig, richtig viel Geld gekostet, was Case dort
liegen lassen hat wieder. Mhm. Also hat richtig gut gescheppert. Und auch hier sehen wir es wieder. Die Marshall in den Händen der richtigen Spieler ist tatsächlich absolut Gold wert. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Wie Skyres hier einfach gezeigt hat, dass man damit auch Leute ganz gut wegholen kann. Also bin immer wieder beeindruckt davon. Ja. Oh, was ein Reflex! Sehr, sehr schön zu sehen. Da ist jetzt bloß schnell weg da. Man hat hier auch vor allem die Kontrolle über die Mitte. Man weiß, da kann nicht viel kommen. Die sind alle noch dort versammelt. Holt den Kronos raus. Schock, da. Lockdown destroyed. Also er hat wirklich mit dem Shock Dart auch die Ulti denied. Und Elite könnte jetzt hier der überraschende Effekt werden. Er wird es wohl sein. Ja, genau sieht's aus. Neptuno. Nicht schlecht. Ja, Ferner Bartsche auch schon vorher im Vorteil gewesen. Mit 5 gegen 3. Oh, Xeon jetzt heiß. Nimmt zwei Leute raus. Wir haben ein 1 gegen 3. Müsste Xeon eigentlich jetzt wissen. Nee, weiß es nicht. Chino kommt da zur Hilfe und Ferner Bartsche gleich wieder aus. 8 zu 8. Aber was war das bitte auch für ein Flick am Anfang? Also, ja. Da habe ich nicht schlecht geguckt, um ehrlich zu sein. Also den haben wir ja sowieso schon gesehen. Das ist immer noch das Replay von, da finde ich immer geil, wenn du am Anfang der Runde was siehst, dass das Replay von der letzten Runde das einfach Replay noch mit drauf ist. Vom Replay. Und also noch ein zweites Mal angucken, aber das hier war auch wieder frech gespielt. Jetzt. Und Skyres. Du siehst gar nicht mehr, wie er drauf fliegt. Ja. Er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Das ist eine One-Movement, so eine Bewegung. Ja, schicken sich gegenseitig Pfeile rüber. Das war teuer. Auf 60 runter und sich dann noch holen lassen. Ja, und Casey ist also mal gezwungen in der Economy. Könnte also die Führung für Fenerbahce werden. Es sieht auch so aus, als 5 gegen 2. Also diese Reflexe, ich würde mir wünschen, ich würde es auch können. Es ist einfach nur ein Genuss. Es sah so ein bisschen aus wie Sprain, ja, so ja. Umher, aber er hat einfach nur den Punkt gesucht, dass er ihn trifft. Definitiv. Aber schön zu sehen. Definitiv. Einfach instinktiv. Er weiß eigentlich so gar nicht, er denkt auch eigentlich unten wird gefällt, dass hier auf einmal hoch ist einer und sofort drauf. Ja. Das ist einfach genial. So, und das Tactical Timeout hier bei Case. Das ist eine Entscheidung, die ist vertretbar. Jetzt wo Fenerbahce so ein bisschen im Run ist, wir sehen es Chino wieder bei der unglaublich stabilen Leistung. Das haben wir auch in den vorherigen Spielen auch so gesehen. Das ist auch schön zu sehen, also die geholten Runden, ja, also du hast immer so 2 Runden, 5 Runden, 3 Runden, 2 Runden, also wenn sie eine Runde holen, dann meist auch über 2 oder mehr Runden. Ja. Und Case hat da gerade ein bisschen mit zu kämpfen, also wenn du guckst, Case hat erst 5 Runden geholt am Stück, dann 2 Runden, dann eine Runde. Genau, als es in die Waffen dann ging, war das auf einmal das Spiel von Case und dann kam aber wieder Fenerbahce zurück. Ich finde es immer sehr interessant, wie sich so ein Spiel dann auch mal im Laufe der Zeit eben in die andere Seite shiften kann. Das ist immerhin sehr, sehr interessant zu sehen. In dem Fall jetzt also hier ein bisschen der Vorteil für Fenerbahce. Der ist aber nicht riesig. Wenn wir auf die Economy gucken, dann sehen wir schon, dass der Vorteil ein bisschen größer ist. Das nimmt sich aber erstmal sind jetzt für diese Runde die gleichen Verhältnisse geschaffen, sodass Case jetzt hier entscheiden kann, was passiert. Viele Tode sollten sie nicht einstecken, selbst wenn sie jetzt die Runde gewinnen werden. Es ist immer ganz günstig, jetzt hier nicht so viele Tode einzustecken, weil so viel Geld haben sie aktuell nicht. Auch gewagt, jetzt hier zu viert in diesen Gang reinzugehen, ja. Halt keiner da, also die Taktik scheint ganz gut zu funktionieren. Wir sehen jetzt vielleicht Chino, der da ein bisschen was davon mitbekommt. Wir sehen auch den Rest. Ja, er hört es.
Und jetzt die Wall. Chino hat eine Möglichkeit. Und Börsi, der checkt jetzt erstmal von lang, ob dort noch was kommen kann. Da ist zwei Viper-Ultis einfach am Start. Also maximale Verwirrung ist hier eben auch. Und ja, die Hälfte wird erstmal durchgezogen. Die Hälfte haben wir. Also die Hälfte ist schon mal durch. Schultz kann jetzt den Rest auch noch klar machen. Hat jetzt aber... Oh, schönes Ding. Oh, wie ärgerlich, dass er dort noch reinläuft. Ja, das war mit der Viper-Ulti ist es dann halt echt gefährlich. Ja, definitiv. Und wichtig jetzt für Case, dass sie den Plant bekommen haben. Es gibt einfach noch ein bisschen mehr Economy, aber wir sehen es einfach auch dort. Zwei Leute sind gestorben und hätten die jetzt nicht noch einen am Leben, nämlich Neptuno, der nicht viel kaufen muss, dann würde es schwierig werden, für beide eine Waffe zu kaufen. Ja. So Bromas und Neptuno in der Lage, das zu tun. Aber ein Tod mehr und die Lage sieht schon wieder ganz, ganz anders aus. Und dann hätte jetzt schon wieder Fenerbahce hier in dieser Runde den Vorteil, obwohl sie die Runde davor verloren haben. Also, Economy ist durchaus ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist in dem Spiel. Poppy jetzt mit seiner Ulti. So, auf B lang, der Rest auf A. Versammelt. Interessant zu sehen, dass Fenerbahce eigentlich immer irgendwie eine Seite so ein bisschen offen lässt. Die Mitte ist es hier meistens, entweder Kitchen oder eben komplett die richtige Mitte, die dann einfach offen bleibt. Der A-Connector, jetzt läuft man hier eventuell rein. Mit Chino und Elite. Die warten jetzt schon, die haben es jetzt auch vernommen. Oh ja, das ist alles weg. Das ist ärgerlich gelaufen für Fenerbahce, dass dort Chino und Elite beide sterben. Somit ist natürlich der Weg frei. Für Case jetzt auf den Spot zu kommen. Genau. Ja, und die Afterplan-Situation wird hier ausgespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass Fenerbahce das holt. Aber sie gehen auf jeden Fall aktiv vor. Okay, wird sie holen. Wird sie weg, aber wird direkt getradet. Also ist nicht mehr viel. Balls und Poppy. Luft. Ja. Genau so sieht's aus. Bromas holt beide Kills. Das ist wirklich ein Schlagabtausch. 10 zu 9. Pure Case. So, und jetzt ist Fenerbahce in der Situation, dass sie einen Half-Buy begehen müssen. Also hoffen darauf, dass sie nächste Runde dann wieder voll kaufen können. 11 zu 9 wäre das dann im schlimmsten Fall. Wir können natürlich die Runde auch gewinnen. Auch das hätten wir heute schon mal gesehen. Das wäre nicht das erste Mal, wenn das passiert würde. Garrus, der guckt da gar nicht rein. Ah, schade. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, die Wand sehen sie gerade noch so. Das könnten sie abaimen, die Wand. Ja, haben sie aber nicht hinbekommen. Chino wenigstens einen Kill noch geholt vorher. Ah, kommt in dem Moment vor. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ja, schön. Elite kann sich den Kill holen. Und 3 gegen 3. Also alles noch drin hier. Der Plant ist noch nicht durchgegangen. 2 Punkte sind da. Ja, aber immerhin der Kill. Der Börsi fast geschafft, aber mehr mitzunehmen. Rennen sie jetzt zurück. Ah, und jetzt kommt die Ulti von der Killjoy. Das hören sie aber, das kriegen sie mit. Das ist hier keine Überraschung. 30 Sekunden left. Ja. Er kriegt immer den einen Kill noch. Nein, kriegt er nicht. Aber Brom ist jetzt unglaublich low. Und das kann auch nicht mehr gegengeheilt werden. Das ist einfach keine Möglichkeit da. Wenn wir uns mal angucken, beide hier mit insgesamt 250 AP. Und jetzt kommt die Retourkutsche. Aber das wird halt nicht viel ausmachen. Das muss ich mir vorstellen. Ja, und Neptuno ist jetzt auch super low. Also sie haben eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, hier was zu machen. Ja, aber sie müssen nur auf Zeit spielen. Ja, so sieht's auch aus. Elite holt sich beide Kills. Hat Fenerbahce schön ausgespielt. Und schön zu sehen, Elite wirft ihm hier die Waffe hin, rennt weg.
Dann holt sich eine andere, ne? Genau, dann holt sich eine andere. 10 zu 10, das war jetzt ganz, ganz wichtig für die Economy, vor allem von Fenerbahce. Die sind jetzt wieder richtig gut dabei. Können sich jetzt bestimmt die nächste Runde auch nochmal leisten, zu verlieren. Und ja, bei Case kommen wir da schon wieder an monetäre Schwierigkeiten rein. Meinst du, wir schaffen es bei den beiden auch? 14, 16? Das könnte ich mir gut vorstellen. Also beide Teams extrem stark. Wir haben es gesehen, Fenerbahce gegen Nubo gewonnen. Nubo zuvor wächst aus dem Rennen geworfen. Fenerbahce also ein unglaublich starkes Team. Ja. Okay, eine große, große Fanbase und das nicht unverdient. Also ja. Das ist schon... Nicht das ohne. Ist schon möglich, dass wir hier ein sehr, sehr knappes Match sehen, dass es auch in die Overtime gehen kann und auch in die Overtime der Overtime im dritten Spiel. Also, könnte ich mir vorstellen. Das müssten sie eigentlich gesehen haben. Nein, sie sehen nicht. Skyros verpisst sich sofort. Geht hier weg, will nichts riskieren. Ja, was ja auch Sinn macht, ja. Ja, macht definitiv Sinn. Da ist die Lücke da. Hätte er sehen können, eventuell abdrücken können. Gleiches Spiel beim Plant, die Wall. Aber diesmal, Sage bleibt nicht an der Bombe, sondern geht wirklich hinter den Container. Diesmal etwas bessere Ausgangssituation für den Barge. Jetzt kann ich mir den Retake schon eher vorstellen. Und jetzt gemarkt, die Jet. Ah, ist noch weggejumpt. Ja. Last player standing. Die Hälfte hätte er machen können. Nee, aber da hätte er schon reingepickt. Nee. Also, hat nicht funktioniert. Case holt sich hier den 11. Punkt. War aber hart umkämpft. Die Fenerbahce muss jetzt eigentlich nochmal safen. Sie müssen auf die Overtime spielen. Die haben eigentlich keine andere Wahl. Sonst wird es arg ekelhaft. Ich meine, sie können es natürlich versuchen. Aber sie haben die letzte Economy, die sie gemacht haben, auch gewonnen. Also, wieso sollten sie diese dann jetzt nicht gewinnen? Kann also durchaus sein. Das hinbekommen. Poppy jetzt hier wieder fresh. Chino, ja. Chino mit einer unangenehmen Situation. Wofür sie mit einer schönen Position. So sieht's aus. Ja, Poppy bleibt aber. Da hat Yuri was dagegen. Ist aber für Fenerbahce ist es eigentlich gut, dass der Rez in dieser Runde rausgegangen ist, weil das bedeutet, in der nächsten Runde, wo es eigentlich knapper werden wird, ist diese Ulti schon mal wieder aus dem Rennen. Von dem her eigentlich ganz gut für Fenerbahce, dass es jetzt gemacht wird. Und nicht in der nächsten Runde. Genau, das ist hier richtig, richtig stark von Elite. Der kann zwei Leute rausnehmen, das tut unheimlich weh. Jetzt verschieben sie aber auf B, ist ungedeckt. Ja, natürlich. Ja, genau so muss das sein. Ganz klar gesagt, nicht mit mir. Spike planted. Bockstark. One on one jetzt. Ja, und er wird ihn jetzt ummoven, davon gehe ich aus. Er wird jetzt in das Fenster gleich reinspringen und oben. Wird er nicht, der bleibt unten. Er bleibt unten. Weil durch den Jump würde er sich wieder verraten und er muss vorkommen. Oha. Das ist natürlich jetzt auch wirklich ärgerlich. Er entscheidet sich für die falsche Seite. Wird die Hälfte wahrscheinlich durchziehen. Ja, guckt in die falsche Richtung. Schade da. Sehr, sehr schade. Aber trotzdem, die Runde hat wehgetan. Trotzdem keine monetären Probleme bei Case. Die können voll reinkaufen und auch Fenerbahce kann das weil Sinn und Zweck der Angelegenheit. Aber trotzdem, man sieht es wieder, auch da eine Economy auf diesem Niveau hat nicht viel zu sagen. Ne? Ja. Also auch das geht ganz gerne auch mal in die andere Richtung. Hier, Chino, der unglücklich war an der Stelle. Poppy nimmt mit, aber Poppy dann im nächsten Zug dann auch geholt wird. Und Börsi halt auch wirklich eine schöne Position hier oben. Wird. Und der Revive kam dann nachfolgend. Ja, und da wird jetzt erstmal geschlossen von Börsi. Oh, interessant, dass er es da oben macht. Okay. Das ist interessant. Also nur das war gar nicht Engel Börsi, hat. Das war Xeon. Die Ulti. Nee, das war schon. Nee, das stimmt schon. Nee, alles gut. Genauso wie ich es gesagt habe. So, jetzt Matchpoint.
Kühlcase. Cyrus steht wieder oben. Er hört jetzt auch die Drohne. Wurde aber noch nicht markiert. Und jetzt schieben sie aber wieder zurück in die andere Richtung, aber das könnte er hier, könnte das ganze Spiel durchschauen und somit wäre die Rotation, wenn sie nicht schnell genug von Schatten geht, denied. Aber er guckt gar nicht mehr rein, Schelz. Er wartet eigentlich, dass es in die Mitte geht. Hinten sehen wir aber, Shino reagiert und dort zu Hilfe kommt. Mittlerweile die Ulti weg. 30 Sekunden. Aber Shino mit einem schönen Klick auf Xeon. Ja. Oh. Schön aufgepasst von Poppy Fresh, aber jetzt aber gleich in den Nacken kriegen. Nee! Promise hilft ihm dort. Case jetzt im Vorteil. 4 gegen 3. Right here. Okay. Standing. Yes. One enemy. Und jetzt die Ulti von Skyris. Oh, oh schönes oh, oh. Ding. 12 zu 11. Somit. Also ein wunderschöner Kill von ihm. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, was die Economy von Case macht. Ja, da sieht es nämlich nicht mehr so gut aus. Aber auf beiden Seiten. Jetzt nicht so, dass sie im Saus und Braus leben. Ja, ist richtig. Man muss Abstriche machen. Ja, das stimmt. Also dadurch doch keinen Vorteil, wie ich es mir gerade gedacht habe. Was, Claudio? Seiten. Gar nicht mal so gut, die Economy. Ja, sie machen sich beide das Leben nicht leichter. Das ist ein sauberes Aiming. Wir jetzt auch bloß mal MP und wieder Matchpunkt für Case jetzt. Doch hier, man sieht es noch, die Mitte ist wieder komplett offen. Da gar nicht rein. Ah, jetzt gleich Kontakt. Yeah. Oh, ärgerlich, langsam. Ärgerliches Timing. Tino jetzt so in der Lage. Die Ulti war gewagt. Ja, aber der hat halt komplett das Kitchen einmal komplett durch. Welche Jagd mit dieser Ulti? You should run. Beide Killjoy-Ultis. Direkt nebeneinander vor allem auch. One enemy remaining. Jetzt die Frage, wer der bist du? 30 seconds left. Schade. 12 ja, zu 12. Wenn Abarche, 12 zu 12. Du hast vorhin die Fragen gestellt, ob man hier nochmal in die Overtime gehen könnte. Die Antwort hast du jetzt bekommen. Da ist die Overtime. Da ist die Overtime. Wir genau, hier nochmal. Noch also da wurde Kitchen einmal komplett geclears. mit der Ulti. Da gehen wir einmal komplett durch, der Strahl. Juri konnte dort mal über ganz kurzen Zeit mal die bessere Page sein. Und Schultz, der vorher noch mit der Ulti ein bisschen Druck gemacht hat, konnte dann selber noch mit der Waffe nachlegen. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier im Finale, so wie wir es uns wünschen, so wie wir es uns vorgestellt haben. Zwei extrem starke Teams. Poppy Fresh und Chino nehmen sich hier beide nichts. Beide ultra stark, gerade was die Frags betrifft. Wir haben 24 und 25 Kills. 4 und 6 ist es. Kann er dort jetzt hier offensiv? Man ist direkt zurückgegangen bei Case. Ja. Hat sofort das Feld Fenerbahce überlassen. Man will das doch lieber über einen sauberen Retake spielen. Ist auf der B-Seite von Icebox auch definitiv möglich. War sehr gut möglich. Neptuno, unglücklicher Winkel. Hätte da definitiv mehr rausholen können. Warum ist jetzt in der Lage, hier rumzuschauen? Ja, das ist ein gutes Timing gewesen von Bromance. Minute noch zu spielen. Spike liegt noch nicht. Ansonsten Case. Bisschen Informationen holen. 4 zu 3.
Er liegt also noch dahinter. Die Information hat man jetzt. In der Mitte passt man auch auf hier durch diesen Boy. Also, Bobby Fresh hat alles im Blick. Da kann keine Rotation Richtung A unbeobachtet stattfinden. Dementsprechend alle weiterhin auf B unterwegs. Die Information wird natürlich immediately kommen. Hat Skyrus mal so einen kleinen Schlag geschafft. Auch Elite hilft ihm da und schon ist das Blatt gewendet und der Vorteil ist wieder bei Fenerbahce. Jetzt ist es ein 1 gegen 1. Wie wir es jetzt schon öfters hatten bei der Begegnung hier. Und sie moven sich gegenseitig aus. 10 seconds left. Ja, die Zeit läuft. Oh! Shells gerade noch so das bessere Ende für sich entdeckt. Ah, Poppy hätte bloß warten brauchen, ja? Ja. Und auf einmal, die ganze Zeit führt eigentlich hier Case und Fenerbahce kommt zum Schluss nochmal wieder so ein bisschen zurück. Das, was also vorhin Nubo bei Fenerbahce gemacht hat, das passiert jetzt hier umgedreht. Also wirklich. Spike down. Für Case in dem Fall. Timing hier unglaublich gut für Romas. Sie wird sich bedanken bei ihm. Ja, das war. Ja, weiß ich, Chino hat jetzt nicht so viel Impact rausbekommen aus dieser Situation. Nee. Eigentlich gar keinen so wirklich. Sehr schön gemacht von Poppy. Man warte jetzt die Chance, ihn mit Gesicht zu entscheiden. Oh, dass da Yuri noch mit dem Leben davonkommt, gleicht einem Wunder. Hat ihn hier wahrscheinlich noch nicht ready. Noch 5 gegen 5. Die Bombe liegt. Ja, die Hälfte wird er wahrscheinlich mal durchziehen erstmal. Der genau, zieht komplett durch. Genau, der zieht auch komplett durch. Hier geht wieder zurück. Das ist immer das Schöne bei Jet eigentlich. Die kommt schnell aus solchen Situationen raus. Die einfach gewastet wurde. Man hat noch genügend Zeit, die zweite Hälfte zu beseitigen. Und das könnte knapp werden. Das reicht nicht. Schade. Und Case gleicht hier wieder aus. 13 zu 13. Es geht weiter in die nächste Runde. Und interessant ist, Bobby Fresh und Chino, die beiden, die eigentlich bis jetzt so die Kill-Spitzenreiter waren, beziehungsweise sie es immer noch sind, die haben in den letzten beiden Runden gar nicht so viel Impact gehabt. Da kam es dann eher auf andere Spieler an. Wir sehen es, Shells, Gyrus, Elite, Jersey, die dann ein bisschen wieder rangekommen sind. Aber wenn du Poppy und Dino anguckst, 25-20 und 25-18, nehmen es beide nicht viel. Gyrus hier gleich nimmt Bombers raus. Gyrus. Scharf hier. Die Runde jetzt schnell zuzumachen. Schade, aber 2 Kills auf jeden Fall geholt, Skyrus. Also hat das einem großen Gefallen getan. Shells, holt Xeon. Das ist ein 2 gegen 1. Ja, Neptuno muss da dran glauben. Switching sides. Hier direkt mit dem ersten Kill. Vielleicht nochmal hochgegangen. Und auch den zweiten Kill auf Yu wieder zu holen. Und hätte er hingeguckt, hätte auch noch einen dritten gekriegt. Ja, kam dann eher von B, glaube ich. Ja, wenn er da hingeguckt hätte. Ja, wenn er da hingeguckt hätte, hätte er ihn eventuell haben können. Das ist richtig, ja. Frage jetzt, was macht Chromas? So, wir können aber jetzt die Chance, die Map für sich zu entscheiden. Ich mach das gleiche Play wieder. Never change a running system, ja. Fertility ist zumindest schon mal ein bisschen rausgebaitet. Du gehst nur durch diese Wand und du gehst einfach mit 30 Rüstung, ja. Und da muss er jetzt versuchen, irgendwie wieder rauszukommen. Xeon schafft er. Gelingt ihm. Ja,
Schafft es zu überleben? Nein, Yuri über... hilft ihm da quasi. 5 gegen 4 jetzt. 4 gegen 3. Der Retake ist möglich. Der Retake ist möglich. Und Yuri hier gerade so. Ja, alles ist alles in Bewusstsein, dass er noch steht in der Ecke. Jetzt 3 gegen 3. Zeus geht raus. Er überlebt es nicht mehr. Ja, und das könnte es gewesen sein. Wir müssen den Defuse schaffen. Und das könnte knapp werden. Schaffen sie es? Ja, sie schaffen es. GG. Erste Runde. Ein Spiel. Erste Runde für Fenerbahce. Fenerbahce holt sich hier die erste Runde. Aber das sah anfangs gar nicht so danach aus. Gucken, haben wir hier nochmal was Neues? Nee, haben wir leider nicht. Das haben wir vorhin schon mal gesehen. Und dann stimmt das auch. So sieht's aus. So, Yuri, der bleibt bei seiner Sage. Oder geht wieder zurück auf die Sage, whatever. Mhm. Neptun, und der bleibt auch bei Killjoy. Xeon geht wieder zurück auf Omen. Poppy Fresh spielt Jet Bromis auf dem Sova, genau sieht's aus. Shelts auch auf Sova. Skyrus wird wieder Jet machen, da braucht man gar nicht drum diskutieren. Das hat er letztes Mal schon gemacht. Chino geht wieder zurück auf die Sky, auch das haben wir vorhin schon von ihm gesehen. Burzy auf dem Brim und Elite weiterhin auf Killjoy. Also keine Überraschungen. Wir haben, glaube ich, beide Teams auf beiden Maps schon gesehen. Ja. Dementsprechend, oder? Ascent? Ja. Ja, ja, genau. War die allererste Map, genau. Ja, genau. Beide Teams auf beiden Maps schon gesehen, von dem her keine Überraschungen hier zu erwarten. Also, Fenerbahce mit dem kleinen Vorteil, sie müssen jetzt nur noch eine Map gewinnen. Es ist jetzt natürlich allerdings der Map-Pick von Case. Mhm. Aber interessant war, dass Fenerbahce vorhin Ascent als ihren Map-Pick hatten. Mhm. Also insofern kann man jetzt gar nicht mal wirklich sagen, ob jetzt jemand hier einen Vorteil hat auf dieser Map. Dadurch, Case muss ich auf jeden Fall warm anziehen. So dadurch, dass ja 4 Maps gebannt werden und du dann ja im Pool nur von 3 hast, ist es ja dann schon wieder eingegrenzt. Ja, und was wir mitgekriegt haben, Fracture wäre möglich gewesen zu spielen. Ja. Aber ist einfach noch zu neu. Es ist zu heiß. Es ist den Teams einfach zu heiß, die Map zu spielen. Auch da vielleicht ja noch irgendwelche Bugs oder so, die noch nicht mal bekannt sind oder so, die dann vielleicht auch ausgenutzt werden könnten, etc. Auch wenn man natürlich dann schon darauf ein bisschen spielt. Schalz kriegt da erstmal ein bisschen was vom Kopf. So, und da braucht er jetzt irgendwie Unterstützung, weil alleine kann er es nicht mehr regeln. Und so sieht's aus, da gibt's sofort Unterstützung. Aber beide jetzt, also Elite und Shells, beide aus. Schon haben wir ein 4 gegen 2. Case mit 4. Mates jetzt am Start. So, und Skyrus wird jetzt ein bisschen in Mangel genommen. Mit Burzy zusammen. Er weiß auch gar nicht, wo es überall herkommt, ja. Ja, und Case holt sich direkt den ersten Punkt. Das ist, denke ich, in ihrem Sinn. Das war jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Xeon, ich fand es interessant, dass sie dort über B sofort relativ frühzeitig ausgeschlossen haben, offensiv gegangen sind mit 3 Leuten. Und ja, das hat dann relativ schnell die Leben von Shelts und Elite bedroht und sogar ausgelöscht. Elite, der da Shells noch helfen wollte, es aber leider nicht geschafft hat. Ich wollte gerade sagen, bei Fenerbahce alle mit der Sheriff unterwegs, aber Skyrus hat noch gewechselt. Standing ahead. Dann ist noch Frenzy am Start. Jetzt leider Kontakt vor Arm. Aber die Wand verhindert das. Die Mauer muss weg. Die Wand, bitte. Und Shells jetzt da oben. Ja, aber muss direkt weg. Poppy Fresh, der hat vorhin schon mit der Marshall gespielt und macht dort weiter. Nächste Kill für ihn.
auch schnell reagiert und instant diesen kleinen Roboter da Neptun, ausgeschalten. Ich weiß nicht, ob man dort weiß, dass Neptun auf der linken Seite steht. Ich glaube, Elite erwartet eher die rechte Seite. Ja. Ja, das könnte eine Überraschung werden. Jetzt one kommt er gleich vor, oder nicht? Spike down, mid. Ja, da hat er gesehen. Ja. Oh, schade. Also den Kill nicht bekommt, aber Skyres auf Short. Nee, Poppy Fresh, sorry, Poppy Fresh auf Short. Mit 3 Kills mit der Marshall, also ist da gut dabei. Und jetzt wird dort noch eine Bonus gespielt. Hat dort gerade Elite einfach eine Waffe weggeschmissen, habe ich das auch gesehen. Darf er das? Darf er das? Nicht besonders nachhaltig, diese Wegwerfgesellschaft. Oder? Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe. Vielleicht hat Chino die jetzt auch genommen. Achso, nee, die haben ja erst gekauft. Nee, Bullshit, also das kann nicht sein. Sorry, mein Fehler. Die sind ja nicht am Zug mit der Bonus. Die haben ja jetzt erst gekauft. Ja, das ist schön von Skyres und das ist direkt 3 Kills. Also Fenerbahce, sobald man den Waffen in die Hand gibt, ist hier Ruhe bei Case. Da können sie nicht mehr viel machen. Spike planted. Und haben jetzt eine 4 gegen 2 Situation, das heißt der Retake wird schwierig. Schön, von Elite. 1 gegen 4. Facebook Win. Fenerbahce nicht Facebook. Ja. Da hat Bobby noch Fresh einen. Geht jetzt raus, aber es war nur die Bonusrunde. Also insofern nicht zu hoch bewerten jetzt diese Runde. Oder noch was? Solider Sieg. Spike planted. Also Xeon, der hier direkt in Empfang genommen wurde. Von Elite, der hat damit gerechnet. One enemy remaining. Cover going out. Ja, Xeon jetzt hier ein bisschen bedrängt. Hält sich darin defensiv. Ja, und Yuri macht wieder das, was ein Yuri immer so gemacht hat. Und das macht er auch gemeinsam wieder mit Xeon. Das haben die schon mal gezeigt. So sieht's aus. Sie müssen sich eigentlich dessen bewusst sein jetzt. Ich glaube, sie. Die schnuppern es. Ja. Unten die schnuppern es. Ich glaube, ja, Yuri wusste auch nicht so ganz, wo wir stehen. Also vielleicht haben sie die Taktik auch ein bisschen beobachtet, ne, Fenerbahce. Die hatten ja die Möglichkeit dazu. Weil ich glaube, die haben sich fast eher warm gespielt, als dort zuzugucken. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht hat der Trainer zugeschaut. Ich denke auch, der Trainer, das könnte ich mir gut vorstellen, der wird zugeguckt haben und der wird ihnen gesagt haben, was Phase ist. Also ich denke, das sollte bekannt sein, dass Yuri und Xeon dort gerne mal um die Mauer herum spielen. Genau, hier sehen wir es wieder, Bromess. Da haben wir vorhin auch schon ein paar schöne Aktionen gesehen, falls ich noch erinnere, auch auf Ascent, auch mit der Odin. Eine Frage aus dem Chat, auf welchem Rang spielen die Leute hier so? Da können wir gucken, da gucken wir vielleicht mal nach, was für ein Rang das ist. Kann ich so sagen, aber ich würde mal behaupten, das ist Radiant Immortal Safe. Schon die gehobene Klasse. Das ist schon die gehobene Klasse. Wir können gerne mal reingucken. Also, ja, ganz wichtig hier. Ja. Ne? Radiant 132. Das ist nur der Trainer gewesen. Ja, Immortal. Also 500.000. Fenerbahce ist auf jeden Fall bei Immortal. Also. Case ähnlich. Ja. Also, ich glaube, wir können schon die Frage beantworten. Das ist schon ordentlich, ja. Das ist schon ordentlich, was dort abgeht. Brauchen wir nicht drüber reden. Oh, der Immortal, ja. So. Warte, da gut leer geräumt. Ja, das ist das Schöne. Oh! Oh, und dann hat Chino. Oh, schön.
Ja, auch das immer schön zu sehen. Auch die Marshall, auch eine Waffe, mit der ich persönlich sehr, sehr gerne spiele. Macht immer sehr, sehr viel Spaß. Two camera. Our English is not the best, so we regularly doing German streams and tournaments. So if you have questions, just ask. We will try to answer. And ungeneift. I mean, we can give you some information in English. That's is no problem for us. But you speak in English or commentate on content for about 7 hours in English. So I think we're it's not more ready. Exhausted. We're not ready to do this. I guess so. We don't do this. So. Not yet. Not yet. Of course. But maybe in the future we try that. But yeah, just we need a little more confidence about that. And then maybe you can go for it. I hope you can understand that. So, noch weiter. Oh, ja, Shells sofort auf Catwalk einkassiert. No sofort charges. Predicted. Cover going out. Oh, Pech, was Bursi hier macht. Oh, wird aber sofort gesehen. Anlage hätte zwei Kills eventuell holen können. Case jetzt aber alles niedergeschlagen. Thanks. Was ist das? 3 zu 3. It is over. Für Case. Ja. Bitte, bitte, bitte. Quacken 1. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Also haben wir mal kurz den Gefallen getan. Machen wir doch gerne. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne mal rein in den Chat. Gucken da mal so ein bisschen mit dem halben Auge drauf. Wir können natürlich immer noch zeitverzögert antworten. Klar, wir haben hier einen Delay von 2 Minuten drin, also... Oh, das ist das so frech gespielt einfach. Er hat den Turret einfach stehen lassen. Er hat einfach, es hat einfach komplett ignoriert. Und wurde belohnt. Ja, definitiv. Man wusste genau, was er macht in dem Moment. Komplett on purpose dort in das Risiko gegangen, weil er wusste, wenn das Turret dort steht, wird eventuell keiner pieken. Sonst hätten sie es vielleicht nicht dahingestellt. Also ein bisschen die Mind Games. Ausgepackt. Ja, ausgepackt, genau. 5 gegen 4 Situationen. Ist das schön! Oh, kriegt leider. Brom ist nicht mehr down, aber Chino ansonsten gut gespielt. Himmel nochmal 80 HP abgezogen. Skyrus. Oh, ärgerlich. Die Flash, ja. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Alles denied. Oh, und Percy, der muss jetzt aber auch rennen. Also der musste jetzt wirklich die Laufschuhe da unten nochmal anziehen. Das ist Wandertag heute. Ach, ist das schön predicted. Schade. Auch, muss man auch ehrlich mal sagen. Es ist der 4. Punkt jetzt für Case und wir gucken kurz auf die Economy. Ja, das sieht alles noch im grünen Rahmen bei Fenerbahce. Da ist noch keine Gefahr. Die werden dann also weiterhin kaufen können. Wir gucken mal rein. Kleinen Clip haben wir auch noch aufgenommen am Anfang. Ja, das ist eben das Ding. Da hat Poppy Fresh. Ja, da kommt der Robby. Ich weiß, die hat ja wahrscheinlich komplett damit gerechnet, dass man da nicht reinpiekt, sondern dass einfach der Robby deshalb ist, weil man dort eben nicht pieken will. Genau, dass der Robby abschreckend genug ist. Genau, schön dass gemacht. Dass gar nicht weiter vor Göst. Ja irgendwie Pause eingeloggt, warum, aus welchem Grund auch immer. Thank you for the replay. Tech Problems, okay. Tech Problems? Black Screen or? Here. Very nice replay, thanks. Thanks a lot. Vier zu drei, your case. Und wie auch in der vorherigen Map, ja, hält sich die Waage. Die beiden Teams, also jeder Punkt hier hart umkämpft. Definitiv, geht aber hin und her.
jetzt wieder so ein bisschen mehr Case am Trigger. Zwischendurch hatte Facebook Fenerbahce so ein bisschen mehr. Not Facebook. Ein bisschen mehr das Ganze am Trigger. Ja, also. There are some tactical issues. We have the. That's why the timer paused. Hope we can go on very soon. Most problem is the Windows update, you know? Yeah. Okay, Fenerbahce eSport already. The case. Start timer. Soon? Maybe. Or maybe not. Maybe not. Muss ich jetzt auch noch schreiben, oder was? Ja, aber man sieht, Case hat drei Ultis ready. Die vierte von der Killjoy ist schon im Ansatz. Und der Timer geht weiter. So, we are back. Jetzt ein bisschen mehr B-Action, zumindest die Mannstärke ist dort ein bisschen auf B erhöht, ja, aber auch vor A wird da so ein bisschen geguckt, also. Refresh hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen, wieder mehr on site gegangen. Die Mitteinformation wird geholt. Das ist alles sehr statisch aktuell. Wird erstmal so ein bisschen mehr auf den Default geschaut. Irgendwo hat jemand pusht, aber aktuell kein rauskommen. Es lässt sich da nicht aus der Reserve locken. Wir spielen das sehr, sehr ruhig. Ja, hat man nämlich auch schon Situationen, jetzt nicht bei den beiden vielleicht, wo dann aber auch als Verteidiger offensiv vorgegangen wurde. Oh, das ist aber. Es ist so wichtig, dieser Kill dort. Und da kommt gleich die Ulti von Charles hinterher. Aber Yuri mit dem Revive von Poppy. Und jetzt geht der Plan durch von Burzy. Und wir haben eine 5 gegen 3 Situation. Das heißt, Case in der Überzahl. Ja, und Case sollte diesen Retake eigentlich hinkriegen. Es gibt keinen Grund, warum sie es nicht schaffen sollten. Haben auch zwei Ultis, wobei die jetzt für den Retake wahrscheinlich eher weniger sinnvoll sind. Ja, Bursi wird sofort getradet. One enemy remaining. Dann haben wir auf einmal 2 gegen 1. So schnell kann das gehen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und ja, da ist die Wand. Miese Situation, aber vielleicht reicht es. Oh ja, es reicht! Scholz! Stark! Oh, wenn er es hinbekommen hätte, wäre ultra krass gewesen. Vielleicht reicht es sogar noch! Nein, es reicht nicht. 2 Sekunden. Nicht. Nein, ja, okay, war doch ein bisschen, aber nicht das, schlecht, ja, nicht schlecht. Also da dann auch zu schnell zu schalten, ja. Waffe zu droppen, die andere Waffe zu nehmen. Definitiv. Und guck mal, der eine Kill, der da am Anfang gemacht wurde, der hat am Ende doch noch darüber entschieden, ja, ob man die Runde hier gewinnt oder nicht. Also, so blöd das klingt, aber klar wurde Poppy Fresh dort direkt aus seiner Ecke angeboten. Hat die Geduld und hat direkt Chino aus dem Rennen genommen. Auch wenn er sie jetzt eliminiert hat, war das am Ende auch entscheidend. Ja. Definitiv. Auch von Yuri so schnell zu schalten, das Diffusen abzubrechen. Poppy in der Mitte, Elite rausgenommen. Ja, und jetzt geht's hier auf die Side drauf. Case ist natürlich in Überzahl 5 gegen 4 und hat natürlich die Möglichkeit, jetzt auch den Vorsprung von 2 Runden noch weiter auszubauen. Was sie sich natürlich nicht nehmen lassen wollen. Dadurch jetzt auch die Retake-Situation in der Überzahl. Die Tür ist verschlossen. Oh, schön gemacht von Chino. Oh, sie stehen alle hier. Oh, schade. Interessant. Also, nice. Fenerbahce kommt wieder ein bisschen zurück ins Rennen. Das ist weiterhin super umkämpft. Also,
zwei Runden auf der einen, drei Runden auf der anderen, ja. Nochmal drei Runden auf der einen Seite, dann wieder eine Runde so. Jetzt sind wir bei 5 zu 4, war das 5 zu 5 eigentlich? Achso, es war nee. Schon vorbei, okay. Wir waren bei 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 4. Ja, und da sind wir jetzt. Also unglaublich umkämpftes Match, genau wie das erste zuvor, was Fenerbahce gerade noch für sich entscheiden konnte. Wenn du auch guckst, bei Fenerbahce guckst, ja, 7, 6, 6, 6, 6 Kills. Also die halten sich alle so ein bisschen die Waage. Ja, da hat Neptun mal vorgeschaut. Ich finde es auch immer genial, wie genau diese One-Way-Smokes dort einfach immer wieder. Aber das ist. Oh. Ja, das ist frech gespielt von Neptun. Chino nimmt drei Leute raus auf B. Somit ist der Weg frei, um da jetzt die Bombe zu legen. Und Case natürlich jetzt dann in Bedrängnis mit zwei Personen gegen fünf. Boah, Xeon, also. Zwei gegen vier. Und hier wartet die Jet noch. Und wartet auf Poppy. Oh, er kriegt aber trotzdem noch mal einen Kopf mit zum Nachdenken, einen kleinen. Gut. Oh, Chino, unglaublich starke Runde wieder von ihm. Es ist so blöd, wie es klingt, wir sind es ja schon fast gewohnt von ihm, ne? Unglaublich starke Performance von ihm. Was der für Kills holt, auch mehrere Kills in einer Runde jedes Mal, ist einfach nur krass. Ich ziehe den Hut, also wirklich heftig. Ja, darum ist er auch auf Platz 1 im Team-Ranking mit 10 Kills. Genau, also ist auf jeden Fall Top-Fragger, genau wie Poppy Fresh auf der anderen Seite. Und das ist interessant, Chino, das halt mit dem Char, der eigentlich gar kein Entry-Fragger ist. Also es ist völlig egal, mit welchem Char er spielt. Es wird immer gefährlich für die Gegner. Da hört man die Drohne. Knapp. Könnte jetzt interessant werden. Da muss jetzt genau, so ist es auch. Oh, aber schön, ob sie es gesehen haben. Aber schön, wie sie. Also, wie Poppy reingeaimt hat und die Leute wussten, okay, Poppy. Ja, die machen das gleiche Spiel wieder. Ja, das gleiche Spiel wieder. Und er ist sogar detained. Hat sogar noch geklappt. Ja, und Skyrex wird ihn jetzt killen. Also, das kann ich mir nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Kommt da nicht jetzt oh, er kriegt ihn gerade noch so. Ja, der tut nur ganz schnell umgeschalten. Ärgerlich, Xeon. Jetzt 2 gegen 2. Last player standing. Und Shell ist der letzte Überlebende hier, der versucht die Bombe noch zu. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Der Arrow hat ihm gerade das Genick gebrochen. Und deshalb so war auf dieser Map einfach ein Must-Pick. Den musst du mitnehmen. Ich dachte mir, was machen sie denn jetzt? Aber die holen einfach noch für die letzte Runde wenigstens noch die Ulti für Neptuno. Was Sinn macht. Ins Boot. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wir hatten auch vorhin die erste Hälfte auch so umkämpft. Auch 7 zu 5. Also es ist. Da ist noch nichts entschieden, definitiv. So, wieder das genau selbe Spiel wie vorhin. Ja. Und die forcen quasi Poppy Fresh in die Ulti von Killjoy reinzuspringen. Nur um eben nicht drauf zu gehen, aber letztendlich kostet ihm das trotzdem das Leben, weil genau in dem Moment alles zu Ende ist, schafft es Skypress ihm noch den Kill zu verpassen. Einfach war wirklich stark, dass sie Map Knowledge bzw. auf der Karte gesehen haben, wie lang ist die Range und in Verbindung die Ulti dazu nutzen, dass da oben einfach kein Gegner ist und sie in Ruhe auf den Spot kommen können, um ihr Play da durchzusetzen, um die Bombe zu legen. Charles, guter Kill auf Poppy Fresh, die Operator erstmal beseitigt und das ist immer schön für die Attacker, wenn sie die mit der Defense Operator beseitigen können. Jetzt schnell weg, Xeon. Oh, da geht er drin. Hör zu, es zieht, genau. Das ist gute Ausgangsposition für Fenerbahce, aber wir sehen oben die Killjoy-Ulti, die könnte jetzt mal einen Unterschied bedeuten. Die hat Case wenn sie aus kommt. Der letzten Runde mitgenommen. Und da ist er auch schon. Eigene Mage. Ohne Rücksicht auf Verluste wird da alles einfach mitgenommen, was geht. Der wurde die Ulti einfach zerstört. Sehr, sehr gut gemacht. Und dafür also eingesetzt. Jetzt nochmal Chance Gleichheit. Oh ja, da hat er kurz geguckt, aber hat er nicht gesehen, Promise.
Jetzt wird Bronwers aber gleich los. Ja, ja. Genau so sieht's aus. Mercy von unten dort. One enemy remaining. 6 zu 6. Die erste Hälfte. Switching sides. Ah, ich ja, umkämpfter kann das Ding hier eigentlich nicht sein. 6 zu 6 gehen wir in die zweite Halbzeit. Guys chill, wenn der Barge will be champ. Okay, we will see. Because, also einfach nur deshalb. Achso. Shell Scalin M, okay. Ja, interessant. Interessant. Okay. Ja, ich sag ja, ich hab. Aber das hab ich vorhin gesagt, ne? Ich hab gesagt, Fenerbahce schätze ich einen Ticken stärker ein. Aber bis jetzt, ich glaube, man kann das gar nicht sagen, ob jemand wirklich stärker ist gerade. Sie haben mehr Runden gewonnen, also zwei mehr in Summe. Wir haben in der ersten Map gesehen. Beide Teams, same Level. Schon, ja. Weil hier jede Runde umkämpft ist. Definitiv. Man kann da nicht wirklich sagen. Also A wird jetzt ausgeschlossen eigentlich. Phantom. Oh, und aufgedeckt. Falsch gesehen. Sorry, falsch gesehen von mir. Chino hat hier einen guten Spot, um direkt Kill zu haben. Aber es wird da nicht lang gehen. Höchstwahrscheinlich sieht er danach aus, wird er durch die Mitte gehen. Und Chino kann jetzt nicht eingreifen, weil er eben nur diese Shorty hat, aber er weiß auch oder sieht es, hört es eventuell auch, dass das dort, genau. Das hat was mit dem Turret zu tun. Er ist jetzt, will von hinten und hier wieder die Mauer, ja, die. Und Chino wieder Elite mit zwei Kills. Oh, Chino, trotzdem die Reflexe nochmal zu haben. Revealing Eddie. Oh, starker Pfeil, zwei abgedeckt. Aber 30 seconds left. Beide aber relativ low, das sollten sie nicht überleben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Case diese Runde gewinnt. So sieht's aus. Burzy holt den ersten und Shells den zweiten. Und damit war es das für die Runde 1. Die geht's an Fenerbahce und wir gucken mal eben schnell. Fenerbahce hat, vorhin nicht die ersten beiden Runden geholt. Das heißt, Case war das. Dementsprechend jetzt hier ausgeglichen, was die Pistol Rounds angeht. Turret out. Ja, und jetzt ist halt Case, Fenerbahce wieder vorbeigezogen. Und führt mit 7 zu 6. Und auch nicht gegengeforst. Cyrus hier mit einer interessanten. Das wird gefährlich sein. Ja, der kriegt jetzt den Nacken ungünstig. Jetzt gibt es natürlich eine schöne Waffe für den Gegner. Oh, schön, dass Chino diesen Kill noch erholt. Und die anderen beiden befinden sich weiter. Auf A und Shells beendet diesen Versuch von Case. Ja, aber Fenerbahce baut den Vorsprung aus. 8 zu 6 jetzt. Genau. Jetzt. Und vielleicht haben sie ja jetzt auch einen Weg gefunden. Vielleicht auch einfach die getauschten Seiten von Angreifer auf Verteidiger. Vielleicht liegt ihnen das mehr. Erstmal jetzt die Frage, ob Case es schafft, diese Bonusrunde abzuwehren. Ich sage. Ich stelle die These jetzt auf, wenn Fenerbahce diese Bonusrunde gewinnt, dann gewinnen sie in dieser Map das Finale. Okay, gewagte Ansage. Na, wenn du da mal nicht deinen Kopf hier verlierst. Hier. Aber an sich weiß ich, was du meinst und würde fast sagen, ich teile diese Meinung. Fenerbahce is coming, bro. Hier. Geiler, so, Chino, der Joker immer noch. So ein bisschen schade, dass er den Kill nicht bekommt. Jetzt aber 3 gegen 3, wieder ausgeglichen. Boah, dieser. Oh, schade, den hätte Skyris Xeon fast auch noch rausgenommen. Trotzdem weiter 3 gegen 3. Ja, und Elite muss da
Fenerbahce. So, und jetzt ist es die Möglichkeit für Fenerbahce. 2 zu 1. Ja, das, böser das war's. Und die Position ist nicht richtig ungünstig für ihn. Oh, und dann kommt der Arrow noch hinterher und sie wissen, er ist on spot. Ja. Und von zwei Seiten, well played. So, also ich hab's gesagt. Ja, ja, ja. Ich hab's gesagt, ich glaube daran, dass das jetzt gewesen sein könnte. Ich will Case hier nicht abschreiben, das auf keinen Fall. Aber es ist jetzt mega schwer für Case, weil die sind jetzt in der Economy. Oder machen einen Half-Buy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt Full reinkaufen. Und Fenerbahce, die haben jetzt hier einen Full-Buy und obendrauf auch noch eine echt gute Economy. Also die müssen gar nicht mal reinkaufen. Ja, das sieht schon danach aus, als könnten die hier jetzt also ihre 10. Runde auch noch klar machen. Wir gucken mal eben ganz kurz. Diesen einen Klick möchte ich mir wenigstens nochmal angucken. Ja. Erstens das hier auch schön gemacht von Chino. Aber... wird dann da einfach rausgenommen von den drei Leuten, die da vorkommen. Aber dieser Klick hier auch. Wunderschön. So, und das, was wir jetzt sehen, ist auch sehr, sehr interessant. Chino und Freunde gehen direkt vor. Jetzt hätte man schön noch durch die Mauer. Und der Spike ist übrigens noch im Main drinne. Also haben sie ihn liegen lassen? Nee. Neptuno hat ihn, aber er muss da jetzt irgendwie wegkommen. Ach so, er muss noch und das ist richtig schlecht. Das ist ärgerlich. Ich bin fast der Meinung, sie sind sich nicht bewusst gewesen, dass er den Spike hat. Oh. Und der Spike immer noch. Ich glaube, sie waren sich nicht bewusst, dass der Spike in Händen von Neptuno war. Und um ehrlich zu sein. Und weil die lässt du dort hinten nicht stehen in B-Main. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weiß nicht, was sie dort gedacht haben, aber ich habe wahrscheinlich auch einfach nicht damit gerechnet, dass hinten so schnell nachgepusht wird. Ja, und das trotzdem, war dann, genau. Alle on site und dann gibt es auch keine Unterstützung mehr, irgendwie den Weg dort frei zu machen. Genau. Ich denke, das war einfach nur. Ja, wie du gesagt hast, die Leute sind von hinten. Phasenfehler. Gekommen. Schussnigkeit. Naja, und dann hattest du wie zwei Engel, also einmal von der Mitte und einmal von hinten, wo die Leute gekommen sind und ist dann mit der Bombe nicht mehr weggekommen. Ja. Ja, genau so sieht's aus. Fenerbahce jetzt durch. Und Case jetzt in dem absoluten Zugzwang. Sie müssen diese Runde jetzt gewinnen. Sonst steht es nicht nur 11 zu 6, sondern sie haben danach auch noch eine Economy und es würde 12 zu 6 stehen. Ja. Rein, also wenn man davon ausgehen würde, dass alles so läuft, wie man es vorstellt bei einer Echo. Also Case muss jetzt. Der ist jetzt auch den Vorteil, 5 Leute. Na, der Brome ist aber direkt Elite. Holt den Kill auf Yuri und damit wieder ausgeglichene Verhältnisse hergestellt. Ist dann allerdings ein leichter Vorteil für die Angreifer. Chino mit der Ulti. Positionieren sich jetzt auch eher zu B. Chino dürfte auch die Steps hören. Ja. Jetzt guckt er vor. Macht das schön auf jeden Fall. Geht zurück. Ja, Mercy, wunderschöne Ulti. Oh, Percy macht hier weiter. Percy. Ah, stark gemacht. Und jetzt? Schade, Percy. Und das ist die 11. Runde. Ja, es ist die 11. Runde und das ist jetzt. Wir gucken auf die Economy von Case. Da wird nicht viel bei rumkommen jetzt. Klar, es ist eine Streak, in der sie jetzt verlieren. Das heißt, sie bekommen mehr. Aber ich denke, es wird nicht für einen kompletten Full-Buy reichen, um auch alle Abilities zu kaufen. So sieht's aus. No money for nothing, ja. Also sie müssen jetzt eigentlich schon... entweder kaufen sie und vertrauen jetzt darauf, dass ich denke, eine taktische Pause wäre jetzt eigentlich das, was sie brauchen. Die müssen sich eigentlich reinhauen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen, warum sie diese Möglichkeit... Ja, da ist auch schon. Mit Ansage. Es ist... Ja, nicht die richtige taktische Pause eigentlich, aber ja, es ist eine Pause. Genau die machen sie auch. Disconnected. Interessant, dass Case die Pause reinhaut und Shells disconnected. gut, okay. Never mind, wir gucken mal ganz kurz drauf. Wir hatten hier noch ein paar schöne Angelegenheiten. Ja. Börsi. Auch mit der Ulti halt sehr stark. Ja, dass definitiv. Dass er die dann in den Gang da reinhaut.
noch einen rausnimmt. Hat auch dort Chino unglaublich gut in den Arsch gesaved. Die hat er natürlich gewusst, wo er steht. Und ja, das ist dann auch Map-Knowledge einfach ein Stück weit. Weiß genau, was da passiert ist. Was zu jedem Zeitpunkt genau, wo der Gegner steht. Also. Es scheint auch wieder da zu sein. Wir sehen auf jeden Fall einen Ping. Alle bewegen sich auch soweit. Bis auf Poppy Fresh. Hat er jetzt auch nochmal ganz kurz Tschüss gesagt? Nö, ich glaube nicht. In der Batsche. Aber wir sehen's. Case kauft rein. Und ich finde, die Entscheidung ist mutig, aber es ist die richtige Entscheidung. Weil sie müssen sie jetzt darauf vertrauen, dass sie mit dem, was sie haben, die Runde gewinnen. Wenn sie jetzt bei noch nicht einer gewonnenen Runde darauf setzen, dass sie unentschieden dann aufs Unentschieden spielen. Ja. Das ist nicht realistisch und deshalb ist es für mich auch die richtige Entscheidung, hier zu sagen, wir gehen auf den Buy und bei jeder Runde einfach, zählt. Wir gehen hier einfach jetzt all in und hoffen, dass das hier klappt, um uns hier noch wenigstens die Möglichkeit offen zu halten, hier nicht in die Overtime zu müssen. Aber natürlich, selbst wenn sie die Runde verlieren, ist es noch nicht vorbei. Es ist rein rechnerisch noch alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeiten, da brauchen wir nicht drüber reden. Jeder Buchmacher würde mir da recht geben. Nein. Die Zahlen sind dort eindeutig. Wir hatten es vorhin auch, wo wir ein 7 zu 11 hatten und es ist dann später ein 14 zu 16 geworden. Ja, es ist richtig. Es können verrückte Sachen passieren immer wieder. Ich glaube auch daran und ich freue mich auch, wenn sowas funktioniert, weil das ja auch immer so ein bisschen das Spiel belebt. Und halt auch zeigt, was die Leute drauf haben. Ja. Zu klug war jetzt, was er gemacht hat, aber bringt Case auf jeden Fall ein bisschen wieder durcheinander. Ja, war abgelenkt einfach dadurch und hat geklappt. Ja, das, also was ich gesagt habe. Oh, das macht jetzt das Spiel für Zeon ein bisschen schwieriger hier. Oh! Ja, also Elite sagt dann, nö, also du weißt du was? Xeon, stehst da im Weg gerade. Xeon guckt vor, sieht nichts, geht kurz in Deckung, kommt wieder vor. Und hat einen Turret vor der Nase stehen. So, und jetzt sind wir halt in der Situation, in der Case niemals sein wollte, aber sie mussten es machen. Und auch jetzt müssen sie wieder alles kaufen. Case, wir gehen hier einfach jetzt in die letzte Runde, würde ich mal sagen. Und Case nicht in der Lage, eine einzige Runde nach dem Wechsel zu schaffen. Von der Barge einfach so sicher an der Defensive. Unglaublich, unglaublich. Turn out. 30 seconds left. Elite lässt sich davon nicht beeindrucken und schickt Zeon dann auf den Friedhof etwas verfrüht, wenn man ihn fragen würde. Okay, es muss jetzt irgendwas hier auf die Reihe bekommen. Ein bisschen offen geblieben. Aber man spielt es auf Retail und wir haben das schon öfter gesehen, wie Fenerbahce Sachen auf Retail spielt, aber diesmal Bromess. Der Lead hat ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Oh. Under Heaven sitzt da und so sieht's auch aus. Herzlichen Glückwunsch, Fenerbahce eSport. Defenders win. Also, wie du es gesagt hast, ja, die dritte Runde oder die vierte. Voll einiges, man. Ich habe die Pause gecallt, ich habe das Ding gecallt, Du hast das Spiel durchgespielt. Ich habe das Spiel dreimal durchgespielt, ich war bestimmt auch schon fünfmal Radiant, zumindest im Herzen war ich's. Gegen auf jeden Fall zu diesem spannenden Match, die erste Hälfte, beide Teams, gleiches Level, 6 zu 6 geendet. Ja. Und dann nach dem Switch, Fenerbahce ganz klar dominiert.